Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute das Reste-Unboxing. Also ich zeige euch einfach mal, was von Silvester so übrig geblieben ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Und wir beginnen auch schon mit dem ersten Karton und schauen, was hier noch so übrig geblieben ist. So, eine Mischkiste und wir fangen auch gleich an. Hier haben wir eine Packung Knallnachschuss von Pyroart. Dann haben wir hier Thunder Kong Max mit der niedrigeren NDM, also die reine Salut-Variante. Eine Packung, zwei, hier noch eine, vierte Packung, fünfte, sechste Packung, siebte Packung und achte Packung. Also acht Packungen Thunder Kong Max. Dann haben wir noch eine Packung Knallnachschuss. Und weiter geht's mit einer Omi-Invasion, also umgelabelte Leslie Gold. Dann haben wir hier noch eine Leslie Gold, also die originale Version. Dann haben wir hier noch zwei einzelne Thunder King von Jorge, eine Neuheit aus dem letzten Jahr, also aus 2015, eine Neuheit. Dann haben wir hier Chili Spinners von Leslie, noch ungefähr halb voll oder so. Dann haben wir hier noch eine Packung Creepers von Leslie. Dann haben wir hier eine fast volle Packung von den Lugas von Depifuck, da waren mal 5 Stück drin, es sind noch 4 drin. Dann haben wir hier eine Packung Vipers, sind auch noch fast voll, ein paar getestet. Dann haben wir hier den Silberpiraten, der Silver Pirate, auch noch, ja, ich würde mal sagen, 2/3 voll. Eine komplette Schachtel roter Corsar. Dann haben wir hier noch eine Packung Knallnachschuss. Dann haben wir hier 2 Packungen Reibkopfknaller von Nico. Dann haben wir hier 2x Mini-Knaller und 2x Mini-Knaller mit dem neuen Cover. Dann haben wir hier die Dynamit Böller C, die Dynamit Böller D, Super 1 und Super Böller 2. Dann haben wir hier unten noch eine Leslie Gold. Dann haben wir hier 5x die Poison. Zweite. Die dritte. Die vierte. Und die fünfte Poison. Haben wir hier noch 2 Packungen Nico Flashbang. Sehr, sehr geile Bombenrohre. 2x. Einen einzelnen Strobe Fountain von Jorge. Klasse 2 Stroboskope. Also so Stroboblinker. Dann haben wir hier noch eine Little Devil von Nico. Ein benutztes Reibbrett. 2x von Explode die Bees. 4 Feuervögel in einer Packung. 2 Packungen Harzer Knaller aus der Silberhütte und noch eine Mini-Simulator. Das war's mit der ersten Kiste und wir machen gleich weiter mit der zweiten. So, weiter geht's mit dem nächsten Karton. So, fangen wir auch gleich an. Hier haben wir in dem kleinen Karton hier Moskitos und zwar sind es noch 16 Packungen. Sehr schöne Teile. Dann haben wir hier noch Black Powder, also Pyroart, Pyro Cracker Schinken.
Und zwar noch ungefähr halb voll. So sieht eine Packung aus. Pyrocracker halt. Dann haben wir hier eine Dreierpackung kubische Kanonschläge. Eine Sanacong Brutus von Leslie. Eine sehr schöne Salutbatterie. Mit dem Pyromult. Dann haben wir hier 10x Reibkopfknaller von Pyroart. Die habe ich billig bekommen, deswegen so oft gekauft. Frosch A von Keller, noch halb voll. Dann haben wir hier Flashing Thunder von Weco. Ungefähr noch halb voll. Dann haben wir hier noch eine ganze Packung Flashbang aus dem Lidl, also die umgelabelten Flashing Thunder von gerade eben. Dann haben wir hier noch ein ganzes Kracher Inferno von Weco. Dann haben wir hier ein Schinken Booster D aus der neuen Charge. Die sind aber trotzdem ziemlich gut. Und noch ein Schinken Booster D. Und dann haben wir hier noch einen Schinkenböller, und zwar sind das von Pyroart, die China Böller D. Und zwar fehlt da ein Päckchen, das habe ich getestet. Und sonst ist der Schinken voll. Das war's mit dieser Kiste und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Karton. Weiter geht's mit dem dritten Karton. Und wir schauen mal, was da so drin ist. So. Hier haben wir einmal eine Laser. Dann haben wir hier ein angebrochenes Dynamit-Bag. Und ein ganzes Dynamit-Bag. Eine Packung kubischer Kanonschläge aus dem Lidl und das Ganze hier nochmal zweimal. Und dann haben wir hier noch zweimal das Feenstaub von Pyroart. Und unter diesem Deckel befindet sich noch etwas sehr Schönes. Und zwar sechsmal das Diamond Golden Starboard Rohr. Dieses Jahr haben wir eine VE gegönnt. Und einfach mal ein richtig fettes Bombenrohr. Und einfach nur geil. Und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Karton. Und wir kommen zum vorletzten Karton. Und zwar war es mal ein Karton, den ich mit in Greinmüritz hatte letztes Jahr. Also nicht wundern, wegen der Aufschrift. Und was haben wir hier Schönes drin? Schauen wir mal. So, ein paar Raketen und ein paar andere Sachen. Was haben wir hier? Einmal eine Rakete aus dem Targa, und zwar die Mont Blanc. Dann die Matteo aus dem Targa und noch eine Rebel Red, eine Doppelschlagrakete. Dann aus dem Woodstock eine Rakete, die Blast. Turbo. Dann noch aus dem Goldrausch die Gold Nummer 2 und noch einmal die Gold Nummer 1. Dann haben wir hier noch aus dem Woodstock die Thunderbale oder Thunderball, eine Ghost Cream Rocket, eine Flash. Auch eine Turbo, eine Burst, eine Glitter und Glamour, noch eine Glitter und Glamour, zwei Abschlussrohre für die Raketen. Dann haben wir hier noch mal eine Flash. Dann haben wir noch Poseidon-Raketen von Jorge. Eine fehlt. Ansonsten komplett. Hier, was haben sie hier?
54 Gramm NEC. Dann haben wir hier noch kubische Kanonschläge von Komet aus dem Aldi. 5 Stück oder so sind es noch. Und weiter geht's. Ein Vulkan Gold von Xplode. War ein Ersatzartikel für ein Lucifer Gold. Haben wir noch ein Lucifer Silber von Panda. Römisches Licht von Keller mit 20 Schuss. Und das Ganze nochmal dreimal. Haben wir noch eine Packung JR4 von Jorge Diablo. Und noch einmal die JR8. Das war's mit der Kiste. Und weiter geht's zum letzten Karton. So, und jetzt der letzte Karton. Es war mal eine Brutus VE. Also ein etwas kleinerer Karton. Aber wir schauen mal, was jetzt noch drin ist. So, sieht man nach Pfeilpaketen aus. Es sind Pfeilpaketen. Zum einen ein angebrochenes Päckchen Fifi von PyroArt. Haben wir hier noch ein ganzes Päckchen Fifi. Mini-Rakete von Panda. Zweimal. Naughty Screamers von Leslie. Auch zweimal. Space Sound von Keller. Eine Packung. Eine Packung Moon Traveler von Xplode. Einmal die Space Travel von Weko. Dann haben wir hier noch Micro Rockets von Leslie. Babyfell Easy Pack von Leslie. Und Babyfell Fluid Raketen von Leslie. Und als letztes haben wir noch drin das Leuchtspektakel von Weko. Das war's mit dem Karton. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Haut rein!